Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Call of Duty World War 2. Ja, Kollateralschaden haben wir erledigt. War aufregend, ein paar Deutsche gerettet. Nachdem wir hier so hart angemacht worden sind, die Deutschen meine ich jetzt, konnten wir jetzt mal ein paar retten. Jetzt geht's ab in die nächste Mission. Todesfabrik. Nach Aachen wird nichts mehr so sein, wie es war. Aber endlich haben wir in Deutschland Fuß gefasst. Das Tor zum Rhein ist offen und es gibt kein Zurück. Für keinen von uns. Starten wir mal die Mission, damit es auch wirklich kein Zurück mehr gibt. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistung. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey, das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniel? Oh Baby, ich komm nach Hause. Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in 5. Hey, Daniels, kannst du mir einen Gefallen tun und Willis was zu essen bringen? Er bewacht die Umgebung. Mache ich. Vielen Dank. Er bewacht das Tal. Sie haben 1000 von 43 Meter. Guten Morgen, Soldat. Moin. Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an? Das ist der Plan. Viel Glück da draußen. Danke. Erste Platoon, wir rücken aus! Sammeln Sie sich bei Turner. Tina Turner. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Welche Art von Widerstand erwartet uns? Die schwere Art.
Wagen wechselt schon den ganzen Tag den Besitzer. Wir helfen ihm bei der Sicherung. Da ist er. Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten. Passt auf eure Herrschaft. Ihr seid in der Todesfabrik. Hey, Sas. Macht die Kälte deiner alten Wunde zu schaffen? Weil meine Oma mit ihrer Hüfte jeden Winter... Sehe ich etwa aus wie deine Oma? Jetzt, wo du sagst, leck mich am Arsch. Kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Alle Mann zu mir! Max, wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Barclay, Cooper, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Wir müssen diese Verteidigung stärken. Minen platzieren. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Hügel 493 an. Wir können unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir rücken zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wenn ich mir die Krater hier ansehe, wird das nicht reichen. Wir sind doch nicht für die leichten Aufgaben hier, Private. Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Hier kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. Krauts, komm durch den Nebel! Feuerpositionen! Bereit machen zum Angriff! Sie kommen! Bereit machen! Angriff! Rückzugsposition! Westliches Brückenende! Rückzug! Kann mich nicht bewegen! Halte durch, Kumpel! Bringt mich in Deckung! Halte durch, Kumpel! Direkt voraus! Denn ihr schuldet mir mein Leben! Danke! Wir gehen auf der Deckung! Drücke vor! Granate geworfen! Er ist tot! Lautmesser auf! Deutsches Rücken! Unterschiedliche Deutsche! Hab ihn! Ziel auf 2 Uhr! Sie kommen von Westen! Feuer einstellen! Wir haben wir das Tor! Ins Oberstübchen! Feinde weg! Hab ihn! Weiter schießen! Scheiße. Der Panzer. Gut gemacht, Daniel. Es ist so gut wie erledigt. Wir müssen vor.
Daniels! Hier rüber! Gute Arbeit, Daniels! Erstes Platoon, zu mir! Wir kommen, Sir! Habt ihr einen Verbandkasten? Sammel! Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Okay. Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Wenn wir die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Pearsons Flanke. Klar machen wir das. Wie weit ist es bis zum Sammelpunkt, Sir? Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur dem Fluss folgen. Unten bleiben. Wir müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Jetzt unten bleiben. Bin ich doch. Hä? Hey Daniels, auf ihr Zeichen! Oh, ich musste ja raus, die scheiß Bombe da. Okay, das war ja leicht. Scheiße! Oh weia, oh weia, oh weia! Ei, ei, ei! Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Oh, oh, wo fliege ich hin? Noch alles dran, Dicker? Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Hall? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf! Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf! Okay. Ganz genau.
Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Oh, Paul. Ja. Paul! Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Briggs! Gott! Toll! Ich muss den Sammelpunkt finden. Oh mein Gott. Sorry, Hundi. Oh, soll ich auch welche töten, oder? Hä? Besser nicht, oder? Besser einfach wegschleichen und abhauen. Okay. Was ist denn hier los? Nur konzentriert bleiben. Scheiße. Sieht er mich hier? Nee, ne? Erstmal wieder ab im Busch hier. Ist da jemand? Keine Ahnung, wo lang, Alter. Ist da jemand? Scheiße! Informiert den Aufstand! Anna!
Wo sind die alle? Hä? Oh, Turner. Bewegung. Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Unsere Jungs können Hilfe gebrauchen. Verstanden, Sir. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. Ich wusste ja nicht, dass du plötzlich auch hier bist. Ich hab schon gedacht, ich bin am Arsch. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Ich suche nach Vorräten. Paar Granaten gefunden, Bruder. Hören Sie. Wasser. Das muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden ihnen helfen. Keine Sorge. Da ist der Fluss. Wir müssen ihn nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Scharfschütze! Oben in diesem Bunker. Wir müssen ihn auslocken. Unten bleiben. Der hat mir gut einen verpasst, du. Oh ja. Kopf runter! Du bist doch zuerst aufgestanden. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Wo ist der denn? So, hilf mir doch jemand! Hilfe! Bitte hilf mir! So, hilf mir! Ich kann nicht gehen! Wusste es. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. So hilft mir doch jemand! Ich kann nicht gehen! Hilfe! So, ich sollte hier lang, wa? Wir ziehen sie ran. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Versuchen wir ihn von hier aus zu überraschen. Ich lenke sein Feuer auf mich. Sie kümmern sich um ihn. Ich kann nicht gehen. Ich gebe ihnen Deckung. Er ist nicht allein. Oh, ich habe ihn aber sterben lassen. Scheiße. Die Shepard. Ich hab den einfach sterben lassen. Das war überhaupt nicht meine Absicht, ich wollte ihn retten. Ich mich gerade erschrocken, Mann, du Penner. Er ist getroffen! Gute Arbeit, Daniels. Rücken aus, zu mir!
Ach, der ist hier versteckt. Der Bereich ist gesichert. Aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen. Ja, das stimmt. Das war mein Fehler. Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Hoffentlich haben unsere Jungs ihn heil erreicht. Schüsse! Unsere Jungs müssen in der Nähe sein. Rücke vor! Nahe den Sandsäcken! Wir müssen das MG aushalten! Rücke vor! Na los! Das macht Spaß. Teil, sind Sie das? Lieutenant, Sie nageln uns fest! Daniel, rücke vor! Wir müssen unserem Trupp bei der Sicherung des Gebiets helfen! Verstanden, Sir. Daniels, ich hab Munition. Ich hab eine Granate. Feindaktivität voraus. Deutsche auf Waffen und Fee. Hab ein. Feindliche Infanterie. Na los, na los. Wie viel kommen hier noch? Zeig dich, zeig dich! Zeig dich doch! Etwas Munition, Daniels! Feindliche Truppen! 12 Uhr! Rücke vor! Da war noch irgendwo einer, da. Mehr Munition, Daniels! Na los, na los! Ja, bereit für Munition! Hacke. Hauptsache, da geht keiner mehr ins MG. Direkt voraus! Auf offenem Feld!
Südwesten! Im Nordosten! Bricht aus der Deckung! Hilf mir bitte! Alles okay? Sie nähern sich auf den Norden! Los, Bewegung! Sie ziehen sich vom Haus zurück! Das war doch schon mal nicht schlecht. Granate geworfen! In einer Reihe bleiben! Zeig dich! Das war der letzte von ihnen! Gut gemacht, Daniels! An der Brücke sammeln, Männer! Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt! Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor! Bin auf dem Weg, Sir! Nicht noch eine Brücke! Sauber, Junge! War doch super gefestigt hier, das Teil! Aber sicher doch. Werf eine Granate! Habe ich ihn getroffen? Der wollte Tür. Wir haben sie zurückgeschlagen. Wachsam bleiben. Wir warten auf Pearson und rücken dann zum Sammelpunkt vor. Stiles, Daniels, zu mir. Ich könnte Munition gebrauchen, Sir. Das ist für Sie, Private. Dankeschön. So. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Skiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot in der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder?
Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn's dich interessiert... Sollen wir den wirklich fragen? Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer. Das ist wohl Fakt. Ja, wieder eine sehr actiongeladene Folge, finde ich. Wie jeder eigentlich. Spaßfaktor ist enorm hoch. Ich kann kaum sprechen, weil ich hier so mich konzentrieren muss. Tut mir leid dafür. Aber mein Gesabbel ist eh zweitrangig. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da, wenn ihr Bock drauf habt. Und bis dahin, ciao, ciao.